kann man denn unterschiedliche Sachen verkaufen? Den kann ich Waffen verkaufen. Und dem hier, den kann ich Gegenstände verkaufen, okay. Ich kann ihm nur den falschen Ehering verkaufen. Wie gesagt, also bisher habe ich nur in diesem einen Lager gesehen, dass ich die Sachen verkaufen kann. Na gut, wir verkaufen halt auch den Ring. Der hatte Kleider. Gucken wir gerade mal. Ach, kaufen. Kleidung. So, was hat er denn? Dunkles Kettenpanzerhemd. Genau, das will ich nämlich haben. Ich will diese komplette dunkle Kettenpanzerrüstung haben. Dunkle Kettenpanzerstiefel könnten wir uns schon holen. Machen wir auch. Aber wir könnten uns auch dunkle Plattenstiefel holen. Naja, jetzt ist es zu spät. Ich bleibe erstmal bei Kettenpanzer. Wir werden uns später Platte holen. Dunkle Dörflerhosen, deine Hände. Dunkle Kettenpanzer-Fischhandschuhe kann man uns auch kaufen. Das ist schön. Machen wir auch. Und dunkler Kettenpanzerhelm, den hole ich mir natürlich auch direkt. Ja. Und zwar der Schutz, den ein böser Geist verlangt. Schön kaufen. So. Danke. Das ziehen wir direkt an. Inventar. Kleidung. Kopf. Dunkler Kettenpanzerhelm. Tragen. Dunkle Kettenpanzerstiefel. Tragen. Und was hat man noch? Dunkle Kettenpanzerhandschuhe. Genau. Tragen. So. Möchtet ihr etwas kaufen? Das sieht doch schon ein bisschen böse aus. Darf ich euch etwas zeigen? Jetzt werden wir mal gucken. Wer da rein will, muss einen Pass haben. Genau, wir brauchen nämlich einen Pass. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Bei ihm hier. Bei ihm können wir den Pass kaufen. Genau, das ist nur so ein Spielmannskundschafter. Ihr möchtet eventuell einen Lagerpass kaufen? Ich kann euch einen beschaffen. Kostet aber 1000 Gold. Okay. 1000 Gold für einen Lagerpass bezahlen? Na, nein. Ja, wenn ihr... Hua, hua. Pass. So, und da haben wir schon unseren Räuberlagerpass. Was ist los? Will jemand Ärger haben? Nein? Gut. Wenn ihr keinen Pass habt, dann verschwindet. Ich hab aber einen. Ist wohl ein gültiger Pass. Dann mal reinspaziert. Lasst ihn durch. Genau, lasst mich durch. So, wir hätten ihn natürlich auch kaufen können für 1000 Gold, aber warum? So, und weiter geht's. Um da oben, damit das Tor aufgeht, muss die, glaube ich, persönliche Leibwachte des Banditenchefs rauskommen. So, gibt's jetzt zwei Möglichkeiten wieder. Wir könnten hier uns bei ihm hier, glaube ich, kostet 2000 Gold, dann machen die hier ein bisschen Stress im Lager und dann kommt da hinten die Wachen, also die Wachen raus und verfolgen die dann, dann hätten wir freien Zutritt. Wir können aber auch rotes Fleisch einsammeln, können dann hier hochgehen. Zwar sind hier Nutten. Freuen sich die Damen auf Zwillingsklingsunterhaltung? So, und er hier hat den Schlüssel. Bin dabei. So, Schlüssel. Können wir hier die Noten freilassen? Recht herzlichen Dank. Ach, ich dachte schon, wir würden sterben. Aber jetzt schnell hier weg, bevor die Wächter das spitz kriegen. So, die rennen jetzt weg. War zwar jetzt eine gute Tat, glaube ich, weil wir die freigelassen haben. Zwillingsklings Geiseln sind frei. Schnappt sie, bevor sie entkommen. Genau, aber dafür kommen wir jetzt oben rein. So viel steht schon mal fest. So, hier war ja nichts mehr. Nee. Jetzt müsste sich auch der Gildenoper bei uns melden. Das Tor ist offen. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklings Gebiet. Genau, und jetzt gehen wir auch in Zwillingsklings Gebiet. Wir gucken uns hier später nochmal um. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Zu Zwillingskling. Ich habe auf euch
euch gewartet. Genau, guckt euch die Cutscene an. Sekunde, Jungs. Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Sorry. Hübchen würde kommen und da seid ihr schon. Meine Klingen brennen darauf, euch zu treffen. Jo, dann sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Schon von der Axt. Sieht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Ja, klar, gerne. Los dann. Schöne Tätowierung hat er. Wir können es ja auch so tätowieren lassen. Das werden wir später machen. So, kurze Pause. Sorry, ich hatte eben kurz die Aufnahme gestoppt, weil ich irgendwie verwirrt war. Ich wollte eigentlich mal Mic entmuten, aber habe dann, ja, wie gesagt, die Aufnahme gestoppt zwischendurch. So, das ist Zwillingskling. Der ist ganz einfach. Man muss hier aufpassen, dass man nicht zu nah an den Kreis kommt, weil dann die Banditen schlagen. Ansonsten muss man ihm hier erstmal nur ausweichen. So, und zwar bis jetzt. Und dann können wir ihm in den Rücken hauen. Dadurch, dass wir hier die schwere Waffe haben, können wir natürlich nur langsamer ausweichen. Aber das ist nicht so das Problem. So, von hinten ran und ihm ins Kreuz hauen. Dadurch, dass wir mit der Waffe, ich hatte damals, wie gesagt, eine einfachere Waffe, die weniger Schaden gemacht hat. Dadurch haben wir dann allerdings zwar zwei, dreimal zugeschlagen, aber halt mit weniger Schaden. Jetzt hauen wir halt einmal zu. Machen dafür ein bisschen mehr Schaden. Aber eigentlich ein einfacher Boss. Ich habe beim ersten Mal wirklich auf ihn eingedroschen und denk, was ist das denn? Ist der aus Stein oder was? Weil ich konnte ihn halt wirklich kaum verletzen. Weil ich es nicht wusste, dass er da diesen Move da macht. Aber gut, natürlich immer, sobald man einen Boss geschaut hat. Oh, das war knapp. Dann nimm die Schwerter hoch. Jetzt konnten wir ihn sogar zweimal schlagen. Hui, das war knapp. Komm her. Zwillingskling. Du alter Kacklappen. Ja, genau. Oh nein, ja, er macht so einen kleinen AOE-Schaden damit. Und das war's auch schon. Erstmal. Macht es kurz. Das würde ich für euch auch tun. Was? Los? Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick, und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück. Dort kroch sie drei Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmagd. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange.
Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Ich habe so viel gesehen, so viel Tod, so viel Sterben. Ich habe dich gesehen, kleiner Bruder, in einem Ring aus Sand und Blut, eine Arena voller Geheimnisse. Und ich habe gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst. Zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen, wie wir alle. Aber bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Er wird dich finden, wenn du schläfst und wenn das Tageslicht verblasst. Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss oder zieht Leine. Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Ja. Genau, wir könnten jetzt Leine ziehen oder ihn töten. Und wir werden ihn töten. So, Nachteil ist jetzt, alle Räuber hier greifen uns an. Ich werde erstmal die Räuber hier versuchen zu töten. Oh, wir haben ihn mit einem Feuerzauber den Kopf abgehackt. Ach Quatsch, falsche Taste. So, und jetzt haben wir nur noch ihn. Der natürlich auf dieselbe Weise zu töten ist. Wie man vorher auch gegen ihn gekämpft hat. Was ist los, alter Mann? Komm! Und da ist er down. Die dumme Sau. So. Sehr schön. Das war's mit dieser Quest. Wir werden jetzt hier natürlich noch alles plündern. Ja, essen wir kurz was für die Heilung. Und Schätze, überall Schätze. Oh, überall sind Schätze. 250 Gold, sehr schön. So. Hier ist überall so ein bisschen Nahrung drin. Das Fass können wir nicht kaputt machen. Können wir das kaputt machen? Nein, so ein paar Zierfässer müssen ja sein. Leck mich doch, geh kaputt. So, und noch zwei Schätze. Nochmal 500 Gold. Und eine Wiederbelebungsviole. Hey, wir haben schon 9 Stück. So, dann gucken wir uns hier natürlich noch ein bisschen um. Was ist denn hier oben? Hey, wer hätte das gedacht? Eine Schatztruhe. Ein Diamant, den wir bestimmt irgendwann verkaufen werden. So, wir könnten uns jetzt hier in dem Räuberlager noch ein bisschen umschauen. Oder könnten vielleicht auch die Räuber töten, da habe ich aber gerade keine Lust drauf. Wir werden uns mal... Oh, wir können uns nicht teleportieren von hier, dann gehen wir hier mal raus. Aber von hier müssten wir uns teleportieren können. 120 böse Punkte. Ja, aber jetzt haben wir die Quest erst abgeschlossen. Wir bekommen fast 6000 Gold. Das sind viel Erfahrung. Wirklich viel Erfahrung. 16.000 allgemein. Ja, das ist doch schon mal schön. Und eine schöne Bekanntheitsbelohnung. Und es wird gespeichert. Sehr gut. Das Lustige ist, die Räuber hier unten sind uns jetzt irgendwie nicht feindselig. Ein